über Exportergebnisse kann ich meine Daten in ein gewünschtes Format exportieren, als DXF, als KML für Google Earth. Rohdaten, worüber ich Informationen erhalte über die Koordinaten, als HTML oder als Shape. Standard ist meistens als DXF. Und hier kann ich das Ganze mal eingrenzen, dass ich nur die Vermessungspunkte, die ich selbst aufgenommen habe, exportiere. Und die angezeigten Layer sind Name, Code, Höhe und die Texthöhe kann ich individuell gestalten und stelle die jetzt auf 2. Exportieren erfolgreich, teile und jetzt kann ich gleich meine Daten über mein E-Mail-Account an einen Empfänger weiterleiten und somit habe ich ein Datenpaket vollständig verschickt. Für Massenermittlungen oder für andere Bereiche kann ich die Daten auch als CSV, also als Excel-Format, exportieren. Dort kann ich auch wieder meine Punkte einschränken auf Vermessungspunkte, Kontrollpunkte, Punkte, die ich manuell eingegeben habe. Oder kann die Punkte auch als WGS84 exportieren und über die Winkeleinheit das Format speziell feststellen. In dem Fall exportiere ich das Ganze jetzt mit Name, Ostwert, Nordwert, Zenit, also der Höhe und kann das Ganze auch gerne noch umstellen, dass der Code mit dabei ist und über Hinzufügen kann ich mein eigenes Format zusammenstellen. Und die Daten sind erfolgreich exportiert. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit über Teile die Daten per E-Mail oder per WhatsApp an einen Empfänger zu schicken. Die Daten sind jetzt erfolgreich exportiert. Über ein Projekt lege ich jetzt ein neues Projektfeld an. Dies nenne ich jetzt einfach mal A44. Okay. Wie gesagt, Koordinaten bezieht er sich über SAPOS. Das heißt, wir müssen hier keine Einstellung machen. Jetzt möchte ich meine Punkte importieren. Den Punkttyp kann ich das einschränken. Sollen die Punkte als Kontrollpunkt vorliegen, zum Beispiel um ein Gridshift zu machen oder für eine Transformation auf der Baustelle. Oder sollen jetzt Punkte abstecken. Ich möchte also die Punkte abstecken. Jetzt wähle ich mein Projekt A44 Baunatal, Projekt CSV. Okay. Und über Elemente, Punkt abstecken, habe ich jetzt hier meine ganzen Punkte mit Höhe, mit Lage aufgenommen. Eine Besonderheit haben wir jetzt noch für den Bereich der DXF oder Shape. Wir möchten jetzt eine Shape-Datei importieren. Dazu öffne ich ein neues Projekt. Und über DXF, Hintergrundkarte, wähle ich Shape aus. Wir möchten die Punkte haben, wir möchten die Linien haben. Und über Hinzufügen suche ich mir jetzt den Ordner, wo ich meine Shape gespeichert habe. Und zwar haben wir hier ein Projekt von einem Kunden, der mir seine Daten zur Verfügung gestellt hat. Die Daten sind jetzt erfolgreich importiert worden. Und über Elemente sehe ich jetzt einmal die ganzen Punkte, die ganzen Einzelpunkte. Wenn ich jetzt auf Turbo-Vermessung wechsle, schalte ich die Hintergrundkarte aus, das also die Linienführung zeigt von meinen Punkten. Ich kann jetzt mal meine Punkte vergrößern. Und ich sehe hier erstmal meine einzelnen Punkte. Wenn ich auf meine Punktwolke drauf gehe und diese hinzufüge zu den Absteckpunkten, sehe ich dann auch nach kurzer Aktualisierung, wo meine Punkte im Gelände liegen. So, ich habe jetzt passend also zu meinen Linien auch die Punkte. Entweder kann ich über Elemente
mir den nächsten Absteckpunkt raussuchen oder ich drücke auf den nächsten Punkt. Daraufhin wird immer das Bild so reingezoomt, dass ich auch meine derzeitige Position sehe. Und so kann ich jetzt meine Abstecken starten.